So, und damit willkommen zurück zu Trader Life Simulator. Heute haben wir mal ein bisschen gekühlte Produkte gekauft. Schokomilch L. Da hatten wir aufgehört. Wir haben noch 143 Dollar. Dann holen wir hier mal noch ein bisschen Milch. So. 112. Okay, die ist zu teuer. Eier könnten wir uns leisten. Nehmen wir noch die Dinger mit. Und dann machen wir mal unsere Kühlregale voll. Auf geht's zum Laden. Schoko-Eiscreme, ja, ja. Ich glaube, habe ich gekauft, eventuell. Wir haben zumindest ziemlich viel hier auf unserem Auto drauf. Die Kurve ist einfach herrlich. La 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 la, es ist schon wieder 12 Uhr. Nicht so weit. Ein Stück zurücksetzen. Gut. Aussteigen. Wir fangen mal an. Schokomilch in klein. Ah, da haben wir sogar noch ein paar da. Oh. Hier geht's los. So. Müssen wir alles hier platzsparend reinpacken. Wie sieht es mit meinen Fischen aus? Ein paar wurden gekauft. Okay. Schokomilch. Schokomilch. Apropos Milch, Joghurt, hatten wir nicht noch eine Milch? War das groß oder klein? Okay, das ist eine kleine, sehr gut. Passend prima hier daneben. Schokomilch groß. Na, komm, rein da. Cupcakes. Oh Gott, hier ist ja alles leer mittlerweile. Vanille-Eiscreme. Schön kleine Packung. Kriege ich auch drei.
3 übereinander. So. Na, komm. Wunderbärchen. Was war das? Joghurt. Schaffen wir 5? Komm, da unten musst du hin. So, und das eine kommt einfach hier. Eiscreme-Eimer. Und 2 übereinander. So. Ach, immer noch so viele Fische. Waffeln. Packen wir hier mit hin. Keine Wassermelonen, ja. Was soll's? Dann haben wir halt keine. So. Ah, la 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 la. Bürger. Bürger, Bürger, Bürger. Ach, die stehen hier unten schon. Moment. Die kann man da bestimmt noch ein bisschen besser einplatzieren. Die guten Friedenbürger. Eine Packung noch, komm. Passt. Gut. Seafood, da haben wir einiges gehabt. Kriegen wir wirklich nur 3 hintereinander. Okay. Dann. So. So. Komm, die Platzierung muss passen. Scheiße.
Okay, wir packen einfach neben die Eier noch ein paar Packungen hin. Ist zumindest schön voll. So, Pepperoni Pizza und vegetarische Pizza. Schön platzieren. Na, ich hab's gerade gesehen. So. Pepperoni. So. Und diese Pizzen müssen auch da noch rein. Wird einfach eine gemischte Pizzareihe hier. So. Um Gottes Willen. Das haben wir jetzt schon mal ganz nett eingeräumt. Dafür sind andere Teile komplett leer wieder. 1500 gemacht heute. Wir kassieren mal ab. Oh Gott. Wir brauchen alles. Wir brauchen mittlerweile wieder fast alles. Aufs Klo gehen. Oh Gott. Oh, so dermaßen viel. Ja, ich glaube, wir machen heute mal einen kurzen Tag. Jetzt zur Bank. Und morgen dann richtig fett einkaufen. Oder Elektroartikel. So, guten Tag. Wir wollen mal 150 wieder Richtung Bank schieben. Gucken, ob gerade was Superangebot mäßig da ist. Hier schon mal nicht. Da weiß ich nicht,
ob was fehlt bei uns. Was kostet ein Lab? Nein. Wir lassen es mal. Wir fahren jetzt einfach nach Hause. Licht an. Komm, kämpf dich den Berg hoch. Sieh, du kleine Kiste. So, der Laden ist zu. Es ist 22 Uhr. Nur noch nach Hause mit uns. Dermaßen viele Sachen kaufen können. Gerade im normalen Angebot. Also nicht mal die Gefrierprodukte. Da muss so viel gehen. Hier ist unser Haus. Aussteigen. So. Und eine Runde schlafen. Bam, 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 bam. Jetzt wieder. Großeinkauf machen. Keine Ängste, keine Sorgen. Oh Gott. Ei, 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 ei. Okay, bremsen. Böse Kurve. Eingeparkt. Aussteigen. Hinten aufmachen. Und ich würde sagen, Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye. Sind zwar nicht ganz 20 Minuten, aber naja. Ah,